Und willkommen zurück zu Rift. Ich habe über einen Monat nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Das da sieht doch schon mal nach einer Quest aus. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier raus und gehen dahin. Da ist aber auch noch was. Kam ich nicht hierher? Ja, Stufe 6 bis 20. Hier sind Stufe 15. Okay. Na, dann würde ich die da noch abgeben im Namenmoor. Da irgendwas machen. Habe ich das Zwergen-Artefakt nicht schon untersucht? Ich weiß es nicht mehr. Was ist das? Um die Münzsperre aufzuheben, gib bitte den Code an. Was? Münzsperre nicht finden kannst. Sieh bitte in Unterordnern wie Spam und Werbung, nach denen dein Serviceanbieter automatisch E-Mails zuweist. Wenn du diese E-Mail nicht findest, klicke bitte unten auf Schaltfläche erneut. Wenn du keinen Zugang hast, verwende bitte... Will ich gerade nicht. Was ist das denn? Münzstopp. Ihr wurdet mit einer Münzsperre belegt. Ihr könnt keine Gegenstände oder Münzen zerstören, verkaufen... Was ist das denn? Gut, ich hole kurz diesen ganz tollen Code. Ich habe ja jetzt schon Bock drauf. Bis gleich. So, da bin ich wieder. 1, 6, 8, 7, 9. Kein Apostroph. Ist weg. Okay. Münzsperre aufgehoben. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich vorher ja... Ich meine, davon abgesehen, dass Rift ein kostenloses Spiel ist, habe ich das vorher auf dem Account von meinem Freund gespielt und habe dann mir einen eigenen Account gemacht. Weil, darum. Und, was sind das hier für komische Schatten? Und deswegen hat er wahrscheinlich mir jetzt eine Münzsperre reingeknallt. Ich habe keine Ahnung und es ist mir auch relativ egal. Bin ich denn hier? Geht's hier über... Ist hier überhaupt richtig? Da ist noch eine Quest. Ist das da? Händler für Schergenkarten. Das ist auch ein Händler? Stofi? Oh mein Gott. Oh mein Gott! Ich möchte etwas kaufen. Was hast du denn? Gebrauchsgut. Schergenkarte. Fügt eurem Schergenblatt die Visierkarte des Schergens. Aha. Was auch immer das ist, das ist mir Wumpe. Was will der mir für eine Quest geben? Euer erster Knecht. Jetzt. Tutorial. Ihr seid berühmt, das Hanna. Nach allem, was ihr für das Volk von Telara getan habt, scheint euch jeder als Dank dafür dienen zu wollen. Ich habe hier eine eifrige Bewunderin von euch. Ihr Name ist Stofi. Euer, ich will Stofi. Stofi, ich weiß, ihr brennt darauf, das Hanna kennenzulernen. Warum sagt ihr nicht kurz guten Tag? Sprecht mit Stofi genau neben Bingley Riser. Dann kriege ich eine Schergenkarte, okay. Na, hallo Stofi. Wunderbar, dass ich euch treffe. Es war eine Ehre, in eurem Namen zu dienen, das Hanna. Es wäre eine Ehre. Das würde mir eine Ausrede verschaffen, zu reisen. Ruft mich einfach, wenn ich euch bei einer Mission helfen soll. Mit diesem Zeichen meiner Zuneigung erhaltet ihr meine Visitenkarte. Aha. Ich guck mal. Benutzen. Ja. Mein erster Knecht. Und ein Abenteuer. Ach, wie süß! Was ist das? Wasser. Ausdauer 10 von 10.
Fangschreckenkrebse können unglaublich gut sein, doch Stofi hat nur Augen für euch. Ach so, gut sehen. Entschuldigung. Oh, wie süß! Wie niedlich. Klickt auf die mittlere Taste. Und jetzt? Seht euch ruhig um. Ah, warte, zurück. Und jetzt dann, jetzt senden. Ah, okay. Jagd und Feuer. Ja, da bringt sie mir aber nicht, weil sie ist doch Wasser, oder nicht? Ja, pff. Schick mal. Ich kann ja mal gucken, was damit passiert. Also, das ist ja nur eine Minute. Achso, aber ich kann jetzt immer noch was bei ihr kaufen. Und zwar diese Schergenkarten, aber die kosten ein Platin und ich habe nur zweieinhalb. Nee, nee, das machen wir mal nicht. Sondern, ups, fallen hier runter. Das ist ein guter Plan. Weil ich muss ja irgendwann auch noch einen Mount kaufen, oder nicht? Oh, da ist noch eine Quest. Hier gibt es so viele Quests. Silvers Experimente. Mir wurde aufgetragen, es direkt Herrn Silver Wales zu übergeben. Also nicht über Kaspar Massi oder irgendwelche anderen Dienstwege. Ihr und ich werden eigens dafür entlohnt, um sicherzustellen, dass es direkt in Silvers Hände geht. Entschuldigung, lesen kann ich gerade nicht. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Bringt das Paket Silver Wales in die Akademie für Ebenenstudien. Ah. Wo ist das? Oh, ich renne da jetzt nicht den ganzen Weg zurück. Habe ich gar keine Lust drauf. Nö. Das mache ich irgendwann anders, wenn ich in der Hauptstadt bin. Aber doch nicht jetzt. Nee, nee. Das lassen wir mal. Ach so, nee. Namlok war das. Ja. Ich habe mal wieder meine... Das könnte ich eigentlich mal einstellen. Ja. Dadurch, dass die ja jetzt eh eine Weile rennt... Ach ja, irgendwo waren Buffs. Das? Nee, das war kein Buff. Das war ein, zumindest kein Buff, den ich nehmen sollte, sondern... Das da? Nee. Wo sind denn meine Buffs? Strahlende Sporen... Eisschild? Nee. So, das war das Beschwören, Heilen. Fuchsgestalt. Hatte ich nicht auch Buffs? P. Nee, das habe ich nicht gesucht. Entropieschleier. Verwelkende Ranken. Ah, warte, warte, warte. Ach nee, Reichweite 30 Meter, nicht 30 Minuten. Hm. Naja, ich habe ein Patch runtergeladen. Vielleicht... Ups, ich bin schon an meiner Quest vorbeigelaufen. Bug? Na gut, okay. Also. Sehr merkwürdig. Und dass mein Oberkörper durchsichtig ist, ist das gewollt? Also es zickt hier ganz schön rum, muss ich schon sagen. So, fordern. Habe ich jetzt irgendwas bekommen? Weiß ich nicht. Okay, hier bin ich. Zwei Sekunden. Ich will noch nach dem... Hier ist... Ich habe Arbeit für Auserwählte. Sah doch schon mal ganz gut aus, was ich hier hatte. Oh, scheiße, ich habe vergessen vorzulesen. Mm.
Nochmal. Wie Motten ins Licht. Ingenieure aus Meridian haben dort draußen im Moor mehrere Schattendrescher aufgestellt und wir glauben, sie werden uns beim Betreiben unserer neuen Defensivtechnologie und beim Sieg über das neu auferstandene auf diese neu auferstandene Horde helfen. Die Maschinen ernten die Essenz von Untoten in der Nähe. Spart in der Zeit, so habt ihr in der Not. Leider sind die meisten Ingenieure nicht wieder zurückgekehrt. Vermutlich treiben sie jetzt selbst die Maschinen an, bei deren Bau sie geholfen haben. Oh. Zusammenfassung. Aktiviert die Schattendrescher im Narbenmoor und besiegt die Untoten in der Nähe, damit ihre Essenz eingefangen werden kann. Okay. So, was hast du? Der Wert von 1000 Worten. Ein Bild. Meine Studie der Zeit. Meine Studien der Zeit haben ergeben, dass Momente ihre eigene Energie besitzen und wichtige Momente ganz besonders starke Spuren hinterlassen. Meridian hat uns mit diesem Chronolink ausgestattet, mit dem wir historisch bedeutsame Momente betrachten können, um besser zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Aber ich kann nicht losziehen, um Daten zu sammeln. Ich möchte, dass ihr zwei Städten aus der Geschichte des Ortes untersucht und herausfindet, was sie uns sagen können. Benutzt den Chronolink bei Eliams Monument und Jakobs Grab im Narbenmoor, um die vergangenen Ereignisse zu betrachten. Gibt's hier noch eine Quest? Ich meine, davon abgesehen, dass Weihnachten ist und die schön um den Baum rennen. Oh, guck mal. Sind das Geschenke? Oh, das sind Geschenke. Und was hat mir dieses tolle Geschenk jetzt gebracht? Geschenk der Macht. Ah, das sind Buffs. Feenjulfestbaum. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal wieder eine Quest. Schon lange nicht mehr gemacht. Oh. Die haben immer noch nicht mehr drauf als vorher. Zumindest nicht wirklich. Wo ist mein Loot? Gab der keinen Loot? Wer weiß. Ah, da ist so ein Ding, das ich aktivieren muss. Mann, ist das spannend. Okay, die sind auch Level 13. Was erwarte ich da? Die sollen wir ja nur aktivieren. Da müssen wir nicht aufpassen. Ja, okay. Aktiviere Schattendrescher. Okay, besiegt die Untoten in der Nähe der Ach so, doch. Na gut, okay. Na dann komm mal her.